Moin Moin, hier ist der Zap. Jetzt gibt es die neuesten Infos und News rund um die The Division 2 Open Beta. In dieser Folge geht es um das Division 2 Open Beta Wochenende. Wann geht es los und was bietet die Beta? Welche Features bietet das Spiel im Beta-Test? Und auch Infos zum Release und so ein paar Extras, die man sich für das spätere Spiel verdienen kann, sind dabei. Falls du das erste Mal hier auf dem Kanal bist, bei mir geht es um News, Reviews, Guides und Tipps zu Strategie- und Rollenspielen, zu Wirtschaftssims und MMOs und wenn dich sowas interessiert, drück eventuell mal den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben. Division 2 Open Beta Zeiten. Am Wochenende vom 1. bis zum 4. März findet die Open Beta für Tom Clancy's The Division 2 statt. Das Spiel kann man ab Donnerstag, dem 28.02. um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit bereits downloaden und los geht es 24 Stunden später, also am Freitag, den 1.03. um ebenfalls 10 Uhr. Das Ganze endet dann am 5.03. zur gleichen Zeit. Man hat also volle 4 Tage Zeit, sich einen begrenzten Teil des Spiels völlig kostenlos anzuschauen und sich selbst eine Meinung dazu zu bilden. Wenn ich begrenzt sage, sollte man das nicht überbewerten. Das ist schon eine ganze Menge an Content, was man antesten kann. Der Download findet über den Uplay-Launcher statt. Dazu benötigst du den Ubisoft-Client und einen Ubisoft-Account. Link dazu in der Videobeschreibung. Solltest du bereits an einer der letzten Betas teilgenommen haben, brauchst du das Spiel nicht neu herunterladen. Ein kleines Update genügt dann. Division 2 Open Beta Content. Die Open Beta lässt dich noch nicht das ganze Spiel anschauen, aber es gibt schon einen guten Einblick durch verschiedene Inhalte, die du anspielen darfst. So gibt es 3 normale Stadtviertel und eine Dark Zone-Karte zum Anspielen. Dort kann man 3 Hauptmissionen und 5 Nebenmissionen spielen und auch viele Open-World-Zufallsmissionen ausprobieren. Man darf jetzt bis Level 8 von 30 im eigentlichen Spiel leveln und danach darf man auch alle 3 Spezialisierungen eines Level 30-Charakters ausprobieren in einer sogenannten Invasionsmission, die Endgame-Schwierigkeit darstellt. Es gibt neben der einen PvP-PvE-Mix-Dark Zone-Karte auch Zugang zu einem 4-gegen-4 PvP-Gefechtsspielmodus. Solltest du bereits in einer der vorhergehenden Beta-Phasen dabei gewesen sein, so wird dein Fortschritt leider nicht übernommen. Alle fangen wieder bei Null an. Um den Endgame-Content und die Spezialisierung spielen zu können, musst du zuerst einen Charakter auf Level 8 spielen und die Hauptmission im Jefferson Trade Center abschließen. Danach kannst du im Hauptmenü neben deinem selbst erstellten Charakter Level 30-Varianten dieses Charakters auswählen, die die entsprechenden Spezialisierungen und dafür passende Ausrüstung bereits voreingestellt haben. Damit kannst du dann die Invasionsmission gegen die Endgame-Fraktion Black Task ausprobieren. Division 2 Open Beta – Extra Belohnungen. Jeder Spieler, der an der Open Beta teilnimmt, wird im späteren Spiel einige Belohnungen erhalten. Diese Belohnungen sind rein kosmetisch, geben dir also keinen direkten Vorteil, aber was Besonderes sind sie schon. So bekommt man allein nur für das erste Einloggen bereits einen Waffenskin namens DC Patriot und die Capitol Hill Rucksacktrophäe. Letzteres ist ein kleiner Anhänger, den du an deinem Rucksack im Spiel anzeigen lassen kannst. Er stellt das Kapitol von Washington dar. Darüber hinaus gibt es das Capitol Hill Arm-Abzeichen zu erlangen, wenn du in der Open Beta die extra schwere Endgame-Invasionsmission abschließt. Und für die Dark Zone-Einführungsmission gibt es einen weiteren Rucksackanhänger, der eine Versorgungskiste zeigt. Updates. Falls du bisherige Beta-Tests von The Division 2 gespielt hast, interessierst du dich eventuell besonders für die Änderungen, die seit der Private Beta am Spiel vorgenommen wurden. Zahlreiches Feedback, Wünsche und Bugmeldungen wurden bereits berücksichtigt. Neben der Erhöhung des erreichbaren Levels von 7 auf 8 wurde eine neue Mission freigeschaltet. Im PvP-Gefecht gibt es die neue Ruinen des Kapitols-Karte und der Chem-Launcher ist jetzt erhältlich. An kleineren Änderungen gibt es mehr Munition für die Spezialwaffen im Endgame. Dies war ein ziemliches Problem, das nun gemildert sein sollte. Dann wurden die Modifikationen der Waffen nochmal überarbeitet, da diese teilweise zu starke Nachteile im Vergleich zu den Vorteilen hatten. Auch Feintuning an den Gegnern gab es, da es hier allerlei Kritik an zu starken und frustrierenden Gegnern gab. Schließlich wurden neben zahlreichen Bugfixes noch mehr Verbesserungen und Optimierungen am Spielclient gepatcht. Falls du genauere Infos haben möchtest, gibt es dazu einen Link in der Videobeschreibung. Division 2 Release. Das eigentliche Spiel wird am 15. März von Ubisoft veröffentlicht. Es gibt eine Standard-Edition und erweiterte Editionen in der Gold- und Ultimate-Version. Dazu gehören jeweils außerdem noch einige extra Ingame-Gegenstände. Je größer das Paket, desto mehr. Aber alles rein kosmetisch. In der Gold- und Ultimate-Version ist der sogenannte Year-One-Pass enthalten, der Vorabzugang zu kostenlos geplanten DLC-Erweiterungen und weitere kleine Vorteile bieten soll. Vorbesteller der beiden größeren Pakete erhalten außerdem 3 Tage vorher, also bereits am 12. März, Zugang zum Spiel. Ein kleiner Headstart als Deluxe-Prämie also.
Außerdem bekommt man als Vorbesteller, egal welcher Edition, derzeit das Angebot, eins von drei weiteren Ubisoft-Spielen kostenlos dazu zu bekommen. Zur Auswahl stehen dabei Ghost Recon Wildlands, Far Cry Primal und Watch Dogs 2. Wenn du überlegst, dir das Spiel zu kaufen, kannst du dies gerne über einen meiner Affiliate-Links in der Videobeschreibung tun. Dadurch erhalte ich eine kleine Provision und dich kostet das nichts extra. Falls du das tust, danke ich dir sehr für deine Unterstützung des Kanals. So, wirst du an der Beta teilnehmen und freust dich auf den Release am 15. März? Schreib mir doch dazu in den Kommentaren. Mehr und sehr viel ausführlichere Infos zu Division 2 kannst du auch in meinem Review-Video finden, das ich bei der Closed Beta erstellt habe. Siehe oben rechts beim kleinen i. Weitere News und Infos zu Division 2 demnächst hier auf dem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen da und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.